verdammt. Boah. Oh, Junge, Junge, jetzt haben wir erstmal Ruhe vor dem. Das ist gut. Gleich drei Gegner ausgeschaltet. Das ist echt klasse. Glück gehabt, dass der Turm den vorher so gut erwischt hat. Gut, die anderen jagen jetzt den noch. Jagen da jetzt noch die anderen ein bisschen. Durch die Gegend. Ich hoffe, das klappt so. Warte, ich habe beim Aufschlag tatsächlich einen umgenietet. Hätte ich ja nie mit gerechnet. Vier Karten. Na, das Problem ist, jetzt sind die anderen wieder zurück. Die werden uns ganz gut aufhalten können. Das ist wirklich blöd. Das Problem ist eben, meine Fähigkeiten sind noch nicht so wie gedacht. Ist nichts drin, okay. Dafür habe ich nicht mehr genug Power. Scheiße. Oh, verdammt, im Ernst. Krasse Nummer. Mann, und ich bin immer noch nur Level 10. Das nervt. Alles klar. Scheiße. So ein Müll. Ich hab mir noch gedacht, einer muss eventuell nach rechts, aber irgendwie. Na, Mist. Falsche Seite geklickt. Noch, oh, klar, sind noch andere aufgetaucht, ey. Oh, zum Kotzen. Und dabei habe ich dann doch schon so eine hohe Regeneration in dem Moment. Wirklich ärgerlich, wirklich ärgerlich.
Scheiße, im Ernst? Wieso ist keiner zum Verteidigen wirklich zurückgegangen? Das ist ärgerlich. Mit 10 Kills war ich sogar der Beste. Gut, hab zwar ein paar Kills geklaut, aber... tragisch ist das jetzt bei weitem nicht. Okay. Wie sieht's eigentlich aus mit den 10 Partien, die ich spielen sollte? Ach, gewinne als Nahkampfheld, okay. So, wollen wir doch mal sehen. Profil, dann legen wir uns nochmal ein Deck an. Und zwar für unseren Großen hier. Der braucht auf jeden Fall Leben. So, gehen wir doch mal Angriffsgeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Das war der Stab, ne? So, erstmal der hier. Stimmt, da können wir kombinieren. Crit-Hit und Angriffsgeschwindigkeit noch. Jetzt ist die Frage, nochmal 12 Crit dazu. Wäre eigentlich ganz cool. Angriffsgeschwindigkeit tue ich dann aufs andere. Angriffsgeschwindigkeit und Crit. Das ist natürlich eine coole Kombi für mich. Der hier dann natürlich noch. Dann habe ich auch gerade die Fähigkeitsstärke abgedeckt. Machen wir das rein. Machen wir das zu einem teuren. Allerdings... Moment, Fähigkeitsstärke ist ja hauptsächlich der Sprung, den man benutzt. Die Ulti, da brauchst du keine Fähigkeitsstärke. Demnach Geschwindigkeit. So, wollen wir mal sehen. Leben, natürlich. Wieso ist das? Ach so, nee. So. Kriegst du sofort 100 Leben und da kriegst du nachher 100 Leben. Die sind eigentlich dasselbe, nur in der anderen Reihenfolge. Mana Leben, Mana Regeneration, aber ich brauche Leben. Eigentlich auch Lebensregeneration, aber... ja. Nehmen wir mal das hin. Auf jeden Fall hier. Für 5, für 4, 3, 2, 2. Gut. Achso, natürlich die Standardkram. Ansonsten Barriere-Token. Wieso nicht für den Anfang nochmal ein bisschen extra Schild, Fähigkeitsschild zu haben? Ist nicht schlecht. So. Standardrüstung. Ich habe doch Lebensregeneration. Hä? Guck mal einer an. Da habe ich noch mehr Heilung. Ist das lächerlich? Ich habe da Heilung und er zeigt mir die nicht an, wenn ich danach suche. Nee, da.
Doch, jetzt da. Ach, nee, anderer Held. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Der kann natürlich jetzt Wachstumsteile benutzen. Kann es mit dem anderen nicht. Gut, und dann musst du sagen, wenn ich so viel Punkte habe, dass ich mir das alles kaufen kann, dann bin ich bereit, auch ohne weiter zu spielen. Ich meine, das sind 19 Punkte. Das sind 21, 22, nee, was, hä? 19? 1, 2, 3, 4. Nee, das sind ja jetzt da schon mehr. Das sind ja hier schon 6, 9 und 12. 12, 17. Klar, bist du schon drüber. Ach Gott, wie viele Punkte du da reinballern kannst, das ist echt abartig. Nee, das soll reichen. So, hätten wir doch mal genug beisammen. Moment, mittlerweile haben wir auch 40.000 Ruf. Shopmeisterung. Naja, gut, ein bisschen fehlt mir noch. Was habe ich eigentlich? Helden? Da habe ich doch zum. Bei dem habe ich da nicht die Meisterung? Heldenmeisterhaftigkeit. Aktueller Titelinitiator. Wenn Ruf, Kartenpackung, Deckplätze oder andere Beute enthalten. Helden Level 2. Helden Level 3. 4. Das sind nur die Heldenlevel. Heldenlevel 10. Aber ich habe ja das schon. Das habe ich ja schon. Von daher, wenn ich den auf Level 2 habe, 500 bis zum nächsten Level. Boah. Eigentlich relativ viel. Na gut, man muss ja auch gewinnen. Gut. Schade, dass ich für den noch keine Meisterung habe. Sieht man das hier auch doch. Genau, cool. Gildion, ach, das ist der mit dem Porten. Ja, genau. Muriel. Wachstum, Ordnung. Auch keine schlechte Idee eigentlich. Mann, ich bin immer noch fit, aber eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Wenn ich jetzt zu lang mache, dann habe ich morgen. Stehe ich morgen spät auf. Deswegen bin ich immer am Überlegen. Morgen Let's Play war eigentlich schon ganz nice. Ich bräuchte mal wieder Neues. Außerdem dauert es jetzt auch immer länger mit dem. Oh, meine Schulter. Mit dem Spiel suchen. Ich meine, 2 Minuten 20 jetzt schon. Ist jetzt auch nicht gerade wenig. Na gut, dann wird das mein letztes Spiel für heute. Und dann überlege ich mir, was ich morgen mache. Ob ich weiterspiele oder ob ich ein neues Let's Play anfange. Je nachdem. Mal gucken. Mal gucken. Irgendwas wird sich schon finden. Ich habe ja 2, 3 Spiele, die ich machen kann. Es wird schon. Jetzt kannst du ja noch nicht mal drauf setzen, dass dann Leute, die jetzt hier ein Spiel beendet haben, direkt wieder einsteigen wollen. Weil es ja einfach schon spät ist. Aber eigentlich ist das ja ein globales Spiel. Ich bin ja auf dem Server EU. Wo steht's? Hier, Region EU. Da. Da steht's. Das öffnet auch. Wo ist eigentlich hier mein Überblick? Spiele gesamt.
Ah, ich hatte 12 Spiele, ich brauche 10, also bräuchte ich noch 2 Spiele.